Das war es auch schon. Natürlich erscheint niemand mit seinem Namen aus der Teilnehmerliste dann in einem veröffentlichten Video, aber für die Nachwelt sollen diese Vorträge natürlich auch aufgezeichnet sein. Wir haben noch 3 Minuten, spricht auch nichts dagegen, wenn man nicht unbedingt um 35 startet, sondern 1, 2 Minuten davor. Zumindest einleitende oder vorstellende Worte können schon erfolgen, damit die Nervosität abgelegt wird. Gut, vielen Dank, viel Spaß und gutes Gelingen. Dankeschön. Danke. Ich würde sagen, wir fangen nicht zu früh inhaltlich an, weil ich bin eine Person, die meistens kurz vor knapp kommt. Und es wäre dann ja gemein, wenn man diese Leute benachteiligt, wenn sie gerade noch pünktlich kommen. Das stimmt, wir könnten uns mal vorstellen. Ich glaube, das ist nicht das spannendste Thema. Also genau, also mein Name ist Elena Suschnigg, ich komme vom Wiener Bildungsserver, wie auch meine Kollegin, und ich bin Medienpädagogin und beschäftige mich eigentlich mit einer Reihe an Themen, also angefangen von Game-Based Learning über die Überschneidung von Umwelt- und Medienpädagogik. Und zuständig bin ich eigentlich aufgrund meiner Ausbildung sehr stark für die Projekte in der Sekundarstufe. Genau. Mein Name ist Cornelia Amon. Ich arbeite ebenso beim Wiener Bildungsserver. Ich bin zum Start war ich hauptsächlich für Scratch bzw. Programmieren im Unterricht zuständig. Und nachdem wir das dann auf den YouTube-Kanal verlagert haben, bin ich in die anderen spannenden Projekte hineingerutscht und eben jetzt in die Trollwerkstatt. Von meiner Ausbildung her bin ich Elementarpädagogin und habe dann Bildungswissenschaften mit Schwerpunkt Medienpädagogik studiert. Ja, außerdem dabei bei unserem Trollwerkstattprojekt ist der Christoph Kendall. Der hatte heute schon einen Vortrag, weil er auch bei Twine, na Minecraft war es heute. Minecraft, ja. Heute war es Minecraft. Super engagiert und voll dabei ist. Deswegen hat er uns hier das Feld überlassen. Genau. Damit ist fast 35. Genau. Ich glaube, wir können starten. Ich entschuldige mich einmal im Vorhinein für diese mega Überbelichtung hier im Büro. Also wir haben ein sehr starkes Licht. Ich konnte es leider nicht besser trafieren. Aber gut. Also herzlich willkommen zu unserem Vortrag der Trollwerkstatt, ein Projekt, um Verschwörungserzählungen im Unterricht zu behandeln. Gut, einmal kurz zu wer wir sind und was wir machen. Das haben wir eigentlich schon recht gut oder recht viel darüber geredet. Prinzipiell einmal zum Wiener Bildungsserver. Also der Wiener Bildungsserver ist ein Verein der Stadt Wien und der sich eben mit Medienbildung beschäftigt. Und Zielgruppe für uns sind PädagogInnen vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe. Im Zuge dessen hosten wir auch verschiedene Websites, wie zum Beispiel das Lehrerweb oder das MEKI, also Medienkindergarten, wo man eben verschiedene Praxisideen und Vorschläge finden kann. Und wir halten auch Workshops zu verschiedenen Themen ab, die man eben alle auf unserer Website finden kann. Ein kleines Ding hier ist eben die Trollwerkstatt. Das ist das Projekt, worüber wir jetzt reden werden. Prinzipiell sind Verschwörungserzählungen ja nicht unbedingt das leicht verdaulichste Thema. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, warum sollte man das eigentlich im Unterricht behandeln? Prinzipiell ist es so, dass wir das nicht nur als sinnvoll empfinden, sondern eben auch als äußerst notwendig, weil es eben eine sehr starke mediale Verbreitung von Verschwörungserzählungen gibt. Das spricht praktisch, Schüler und Schülerinnen sind sowieso Verschwörungserzählungen sehr oft ausgesetzt und vor allem auch Falschinformationen. Und das kann man eben prinzipiell kaum vermeiden. Was man aber dagegen tun kann, das dachten wir uns eben, ist, dass wir eben dabei ansetzen, Wissen darüber zu generieren und zu vermitteln und den SchülerInnen Werkzeuge mitzugeben, um diese Thematik eben zu reflektieren oder damit besser umgehen zu können und genau, das eben dann im Grunde auch kritisch zu hinterfragen. Wenn man die Verschwörungserzählungen jetzt im Unterricht behandelt, gibt es eben eine Reihe an Ziele, aber die wichtigsten oder die für uns nach unserer Ansicht am wichtigsten sind eben, dass man Verschwörungsmythen erkennen kann. Das heißt, man kann hier unterstützen durch Wissen, was sind Merkmale von Verschwörungserzählungen eigentlich, auf welche sprachlichen Ausdrücke kann ich achten. Wie kann ich das eben kritisch hinterfragen und so weiter und so fort, wo wir eben schon wieder auf das kritische Hinterfragen kommen, was ich jetzt etwas vorweggenommen habe. Das kritische Hinterfragen stärken, das kommt eigentlich sehr häufig vor. Und vor allem in der Medienpädagogik ist das etwas sehr, sehr Wichtiges, vor allem immer aber auch bei Verschwörungserzählungen. Wenn einem jetzt eine Meldung unterkommt, wo man sich nicht ganz sicher ist, okay,
ist es jetzt eine verlässliche Quelle oder nicht, dass man einfach lernt, diese Quelle zu hinterfragen, dass man recherchiert und dass man das, was man liest, einfach prinzipiell kritisch hinterfragt, was natürlich bei Verschwörungserzählungen ein super, super wichtiges Thema ist. Dann kommen wir zu Emotionen einordnen lernen. Das klingt vielleicht anfangs etwas komisch in Bezug auf Verschwörungserzählungen, aber prinzipiell ist es eben so, dass sehr, sehr viele Menschen deshalb an Verschwörungsmythen glauben, weil sie eine starke Emotion damit verbinden. Sprich zum Beispiel die Corona-Pandemie. Viele Leute hatten einen Sicherheitsverlust, das Gefühl eines Kontrollverlustes, dadurch vielleicht auch oft Angst und glauben dann eben eher an eine schnelle und leichte Erklärung, was natürlich sehr problematisch ist. Und wo wir halt ansetzen versuchen, ist auch, dass wir eben sagen, diesen Emotionen, dass man da etwas lernt, besser umzugehen. Zum Beispiel, okay, ich habe Angst vor Sicherheitsverlust. Gibt es vielleicht noch, auch noch andere Strategien, die ich machen kann? Was ist das eigentlich genau? Wie kann ich da dahinter blicken? Und letztendlich, das ist eigentlich das große Überziel, das wir haben, ist, dass man Verschwörungserzählungen entgegensteuern kann, hier sich eben konsequent zu informieren, keine falschen Informationen selbst zu verbreiten und eben alles kritisch zu hinterfragen. Gut, nur mal kurz angeschnitten, wir reden jetzt dauernd von Verschwörungserzählungen. Also Verschwörungserzählungen, die kann man ganz gut abgrenzen zu Falschinformationen, weil Verschwörungserzählungen meistens eine sehr elaborierte Begründung dahinter haben. Ein Beispiel wäre, der Klimawandel ist erfunden, das wäre eine Falschinformation. Eine Verschwörungserzählung hätte dann eine ganze Begründung dahinter. Wieso, was, warum und so weiter. Prinzipiell, um eine Verschwörungserzählung zu erkennen, ist es eben wichtig, Wissen darüber zu haben. Kurz einmal zusammengefasst, also Verschwörungserzählungen haben meistens ein großes Ziel oder einen großen Zweck dahinter. Als Beispiel eignet sich hier das Coronavirus. Es kursiert nämlich das Mythos, dass das Coronavirus nur zu einem bestimmten Zweck entwickelt worden sei. Das haben Sie sicher schon alle mal gehört. Zum Beispiel, dass man die Anzahl der Bevölkerung reduzieren möchte. Verschwörungserzählungen sind immer auch ein Narrativ und das Thema dieses Narrativs ist immer wir, also die Armen, die arme Bevölkerung gegen die anderen, die Mächtigen, die Großen, die Elite, PolitikerInnen, meistens sehr reiche Personen, siehe zum Beispiel Bill Gates, das ist oft so eine Person, die in der Corona-Pandemie damit in Zusammenhang gebracht wird. Dann eben, dass diese Gruppe und Personen, also die Mächtigen, anderen Menschen bewusst Schaden zufügen möchten und dass das Wissen darüber eben geheim ist und von den Medien verschleiert wird. Gut. Ja, wir dachten, wir machen den Vortrag ein bisschen interaktiv und wollten wissen, wie stehen Sie dazu, das Thema im Unterricht zu behandeln? Und wir hätten gefragt mit so Emojis. Mein Problem ist, ich habe keine Emojis. Das liegt wohl am Google Chromebook. Also wer dafür ist, das Thema im Unterricht zu behandeln, hebt mal die Hand. Das sollte sogar bei mir gehen eigentlich. Bitte. Siehst du, wenn jemand die Hand hebt, Alena? Ja, ich sehe es und wir haben schon 3 Personen, die Hand gehoben haben. Wow! Noch mehr? Ja, sogar eine klatschende Hand. Hand hoch! Ach, hervorragend. Das ist natürlich eine hervorragende Art und Weise, das zu umgehen, es im Chat zu posten. Ja, das nenne ich Medienkompetenz. Wunderbar! Vielen Dank fürs Mitmachen, um diese Uhrzeit vor allem. Dann gehen wir mal weiter, Alena. Bitte. Unsere Projektziele. Bitte die nächste Folie. Wir im Verein arbeiten nach einer AAA-Strategie, und zwar Acknowledge, Accompany und Activate. Und mit der Trollwerkstatt wollten wir ein möglichst einfaches Tool geben, um zu aktivieren, also Pädagoginnen die Möglichkeit zu geben, etwas zu Verschwörungserzählungen schnell zu machen. Also wenn man sich am Vortag denkt, okay, ich hätte gerne noch Material, dann kann man das nehmen und im Unterricht umsetzen. Grundsätzlich ist es gedacht, Prävention zu leisten, Aufklärungsarbeit und eben die Thematisierung von Verschwörungserzählungen im Unterricht zu unterstützen. Und ganz wichtig war uns, dass wir schnell verfügbares Material haben, aber auch eine ganze Bandbreite einfach. Also nicht nur ein Handbuch, wo wir recherchiert haben und wo die ganzen wichtigsten Infos drin sind, eben wie die Alena vorher erzählt hat, was ist jetzt ein Verschwörungsmythos eigentlich? Also das, sondern auch den ganzen Rest dahinter. Und dazu zeige ich jetzt einfach mal her, von was wir sprechen. So.
So. Noch sieht man gar nichts. Jetzt. Jetzt hoffe ich, dass ihr alles seht. Alena? Ja, Entschuldigung, mein Name war oben, ja. Hervorragend. Man sieht die Webseite. Was ist das Ding? Wir haben ein wunderschönes Logo, das hat unser Geschäftsführer Yuki Sakurai gemacht. Und auch unser ITler Alexander Hofbauer hat gut sehr viel mitgearbeitet am Projekt. Uns war ganz wichtig, dass es eben eine Seite ist, auf der alles zu finden ist. Deshalb auch hier ist das Material in den ganzen Icons gut zusammengefasst. Und auf dem ersten Teil hier das Material Trollwerkstatt. Das ist eben die kurze Erklärung. Und zu den Materialien wird jetzt gleich die Alena weitererzählen. Du bist wieder dran, Alena. Du bist gemutet. So, gut, ich muss den Bildschirm wieder teilen. Sieht meine Präsentation wieder. Perfekt. Gut. Also das war eben zu unserer Homepage. Jetzt einmal kurz zum Theoriematerial. Also eine wichtige Grundlage, wie eben meine Kollegin schon gesagt hat, ist eben unser Theorie- und Praxismaterial. Also grob gesagt sind diese Pakete eigentlich dafür da, um LehrerInnen greifbare und komprimierte Theorie auch zur Thematik zur Verfügung zu stellen, genauso wie auch praktische Umsetzungsmöglichkeiten. Vom Theoriematerial, da ist es eben konkret das Ziel, dass man LehrerInnen über die Thematik aufklärt und ihnen eben auch detailliertes Wissen zur Verfügung stellt. Detailliert meint hier einfach, dass die theoretische Aufarbeitung etwas genauer ist als das, was im Unterricht in kurzer Zeit angesprochen werden kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, okay, man macht eben nur eine Thematik kurz durch, hat das natürlich einen Vorteil, wenn sich die Lehrperson gut mit dem Thema auskennt und wenn man sich prinzipiell nicht so gut auskennt, dann eben auch schnell nachlesen kann in diesem Theorieteil. Gerade bei dem Thema von Verschwörungserzählungen kann man sich denken, dass es nämlich oft zu Diskussionen kommt oder dass eben viele Fragen gestellt werden und je tiefergehend das Wissen in diesem Bereich dann ist und je mehr man darauf reagieren kann, desto besser. Genau. Und das Theoriematerial ist prinzipiell so aufgebaut, dass es sich in 5 Überthemen strukturiert. Das sind einerseits die Merkmale, also wo ich eh schon kurz darauf angesprochen habe, also was macht eine Verschwörungserzählung eigentlich aus und wieso sind Verschwörungstheorien eigentlich keine Theorien? Wo grenzen die sich auch zur Wissenschaft ab, also zu wissenschaftlichen Theorien? Deshalb reden wir auch jetzt immer von Verschwörungserzählungen und Verschwörungsmythen, falls Sie sich schon gefragt haben, weil man Verschwörungstheorien eigentlich lehnen wir den Begriff ein bisschen ab, weil sie eigentlich keine Theorien sind. Das nächste Thema wäre dann der Glaube. Also wieso glauben Menschen eigentlich an Verschwörungserzählungen und welche psychischen Faktoren spielen da eigentlich mit? Ich habe es auch früher kurz angesprochen mit den Emotionen beispielsweise. Dann die Entstehung von Verschwörungserzählungen, also wie entstehen die eigentlich? Und auch die Gefahren von Verschwörungserzählungen, also die Gefahr ist vor allem dann da, wenn man jetzt auf eine bestimmte Gruppe abzielt, zum Beispiel Antisemitismus und so weiter. Und der Umgang mit Verschwörungserzählungen. Das ist durchaus ein sehr schwieriges Thema, aber wir wollten es unbedingt noch drin haben, um eben auch die Reflexionsfähigkeiten von den Kindern zu stärken und ihnen auch gewisse Tools mitzugeben, wie kann ich eigentlich mit Verschwörungserzählungen umgehen, im Internet oder in Gesprächen, was wären da Möglichkeiten? Und genau, das ist eben auch ein großes Thema, wo wir versucht haben anzusetzen. Der Theorieteil ist prinzipiell eigentlich in Form eines Handbuchs strukturiert und beinhaltet eben auch Reflexionsfragen und kurze praktische Tipps. Das sehen Sie zum Beispiel in diesem gelben Kästchen. Das ist zum Beispiel recht praktisch, wenn man jetzt nicht das ganze Praxispaket, worauf ich gleich komme, umsetzen möchte, sondern einfach nur kurze Ergänzungs- und Zwischenfragen einbauen möchte oder auch weiß, okay, wo kann ich ansetzen? Zum Beispiel, dass man kurz fragt, wieso ist jetzt ein sprachlicher Ausdruck, zwar könnte eine rote Flagge sein für eine Verschwörungserzählung, aber warum ist das nicht automatisch deshalb gleich eine? Also so ein kleines Beispiel nur, welche Fragen Sie da ungefähr erwarten. Gut,
Dann auch schon zum Praxisteil, also das Praxismaterial, das ist eben an die theoretische Ausarbeitung thematisch angelegt und hat eben das Ziel, Anregungen für die praktische Umsetzung eigentlich im Unterricht zu bieten. Insgesamt sind es eben 5 Praxisideen, da es ja thematisch angelegt ist und auch genauso aufgebaut ist wie der Theorieteil. Und diese 5 Praxisideen sind zu je einer Unterrichtsstunde und das inkludiert eben Recherchearbeit, Einüben von Dialogstrategien, sprachliche Merkmale erkennen, Wissenschaften, eben Abgrenzung von Verschwörungserzählungen und so weiter und so fort. Also zu diesen verschiedenen Thematiken sind eben Unterrichtsbeispiele drin. Diese Module können gerne kombiniert werden. Man kann aber auch einfach nur eine Kleinigkeit aus den Modulen nehmen. Das kann man sehr individuell variieren und auch kombinieren oder eben gleich alle 5 Praxisideen machen, je nachdem, wie es zeitlich eingebettet werden kann. Und wichtig ist eben auch, dass die praktische Umsetzung als Anreiz eben dient. Und sie ist eigentlich eine Kombination aus Theorie, aus meistens einer Einführung einer theoretischen, einer praktischen Übung und einer Reflexion. Genau. Gut, einmal so viel dazu. Jetzt haben wir wieder eine kleine Frage an Sie, damit Sie zu spät auch noch ein bisschen denken müssen. Tut uns leid, wir dachten, das ist vielleicht ein bisschen interaktiver. Also welche Punkte erachten Sie denn für das Theorie- und Praxispaket als wichtig? Auch wenn Sie es jetzt noch gar nicht gesehen haben, was würden Sie sagen, was fällt Ihnen ein, was würden Sie da als wichtig erachten? Gerne auch im Chat, wenn es nicht ausgesprochen werden möchte. Ist auch schon spät, ich verstehe es eh. Dann übernehme ich einfach wieder, Alena. Ich glaube, die nächste Frage. Ah, hier. Dass die Schülerinnen und Schüler lernen, Fakt von Fiktion zu unterscheiden. Mm. Super Einwand, ja. Das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und nicht nur für Schülerinnen und Schüler wichtig, sondern eigentlich verständliche Sprache. Mhm. Ja. Das war auch ein Punkt, der uns ganz wichtig war, jetzt auch, wenn ich vorgreife, für die Videos, dass wir alles möglichst einfach verpacken. Themen aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Mhm. Fakt checken etc. und lernen, wo man was nachschauen kann. Mhm. Links. Habe ich auch versucht, bei mir zum Beispiel unter den Videos dazu zu geben. Bei Faktchecken haben wir uns dann immer so ein bisschen in den Fake News-Bereich begeben, wo ja von Mimikammer zum Beispiel schon sehr viel da ist. Also es war für uns auch wichtig, dass wir alles ein bisschen mehr sammeln. Bei uns sind Fake News wohl auch dabei, aber es geht um das eben den größeren Bereich der Verschwörungstheorie, wobei die ja bis zu einem gewissen Grad nicht auseinander dividiert können. Also es gibt ganz, ganz viele Überschneidungsbereiche. Und uns geht es da ganz stark um das reflexive Denken, auch das Nachfragen. Du hast im Theoriepaket ja auch ganz viel über die Quellensuche und wie man das macht. Also eben, Faktchecken ist da ja wunderbar drin. Genau, das sind auch 3, also verschiedene Websites auch drin, wo man dann nachschauen kann. Das ist ein super Input und ganz, ganz wichtig, ja. Ja, danke für die Mitarbeit um die Uhrzeit, das ehrt uns sehr. Wirklich, ja. Vielen, vielen Dank. Gut, dann gebe ich mal weiter. Dankeschön. Videos und der Verschwörungserzählungsgenerator. Wir haben uns gedacht, es ist vor allem heutzutage einfach auch wichtig, dass man nicht nur auf Papier Informationen sammelt und verbreitet, sondern auch eben in Form von Videos und vielleicht auch mit spielerischem Einsatz. Die Videos beinhalten also auch diese 5 Themenblöcke, die sind ziemlich an die Theorien angelehnt, nur halt um einiges kürzer. Also es sind relativ kurze Erklärvideos, um die 5 Minuten und behandeln eben genau das. Was ist eine Verschwörungserzählung? Im Schluss, wie kann ich darauf reagieren? Und dazwischen noch, was beinhaltet es alles, beziehungsweise haben wir da eine ganze Playlist zu genau denselben Themen gemacht. Die findet man auch auf der Trollwerkstatt.at-Website. Und der Verschwörungsmythengenerator, der soll, also der macht aus 3 unterschiedlichen Themenblöcken, das ist jetzt schwierig zu erklären, aber ich bin mir sicher, Sie schauen sich es nachher auf der Homepage an. Man kann 3 Auswahlmöglichkeiten treffen und dann wird einem eine Verschwörung generiert. Und die
ist einfach völlig abstrus. Wir haben uns gedacht, als spielerisches Unterrichts, als spielerischer Unterrichtseinsatz könnte zum Beispiel diese Verschwörung dann hergenommen werden und möglichst überzeugend wiedergegeben werden müssen, um dann hoffentlich in einem reflexiven Prozess draufzukommen, dass gerade mit Emotionen es extrem gut funktioniert, was komplett Zusammenhangloses auch wiederzugeben, beziehungsweise so wiederzugeben, dass es bis zu einem gewissen Punkt auch geglaubt wird. Und wir haben sowas in der Art schon ausprobiert mit Schülerinnen und Schülern, und es ist wirklich beeindruckend, wie gut die das auch können und wie sehr sie es aber dann auch wieder reflektieren können, dass das eben das Problem ist bei Verschwörungserzählungen. Also das war so eine der Ideen, warum wir den gemacht haben. Und ich glaube, da kommen wir auf die nächste Folie, Alena. Gibt es da vielleicht von Ihnen spontane Ideen zum Einsatz von Videos und Generator? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach wieder alle niederstarren. Gerne auch wieder im Chat, also man muss zu dieser Uhrzeit nicht mehr sprechen, nur mehr wir. Oh, danke schön. Danke, das freut uns. Angeschaut. Hervorragend. Oh, super. Dankeschön, sehr cool. Ich glaube, das ist schon alles, was wir um diese Uhrzeit erhoffen konnten. Ja, vor allem, dass Sie wirklich die Seiten noch anschauen. Vielen Dank, das ist wirklich voll cool, freut uns sehr. Vorlage für eigene Verschwörung. Ja, ja. Cool. Mhm. Also das war im Chat, Alena. Als Vorlage für eigene Verschwörungstheorien könnte der Generator genutzt werden. Perfekt. Das war auch das, was du so gut hast, ne? Mit Quizfragen zwischendurch wie bei einem MOOC. Auch super Idee. Ein schneller Einstieg in das Thema. Das ist ein sehr guter Input, dass man dadurch echt gut sieht, was eine Verschwörungstheorie oder eine Verschwörungserzählung ausmacht. Das ist ein sehr guter Input, weil gerade dieses Emotionale und diese Fakten oder Falschinformationen eigentlich von überall her sind ein sehr guter Indikator dafür. Ja, das ist ein super Input, danke. Ich hoffe, man hat gesehen, dass ich das jetzt ins Anführungszeichen gestellt habe, die Fakten. Die Hände waren gerade noch im Bild. Perfekt. Gut, ja, vielen Dank für die Antworten. Perfekt. Wir haben hier noch mal 5 Minuten, also los. Gut, dann gehen wir mal schnell weiter, dann haben wir auch noch Zeit für Fragen, wenn es noch welche gibt. Prinzipiell haben wir auch ein Planspiel eigentlich. Dieses Planspiel soll einen spielerischen Anreiz schaffen, aber es kann natürlich auch also hat natürlich auch einen Lerneffekt. Und prinzipiell ist das Planspiel lediglich dann für die Verwendung gedacht, wenn Verschwörungserzählungen bereits im Unterricht behandelt wurden und auch schon eine Arbeitsphase eben mit sehr starker kritischer Reflexion stattgefunden hat. Das ist nämlich sehr wichtig, damit man, glaube ich, das Spiel auch gut greifen kann. Also prinzipiell geht es in dem Spiel darum, dass es eben verschiedene Gruppen gibt. Es gibt die sachlich Argumentierenden und die magisch Denkenden, die etwas emotionaler argumentieren. Sie haben dann Präsentationen und Diskussionen. Und in der, also am Ende gibt es eben dann eine Auswertung, und in der Reflexion soll man dann eben darüber nachdenken, wieso sich emotionale Erklärungen oft besser verkaufen können, was ist daran ansprechend, aber wieso ist es genau wichtig, sachlich zu argumentieren und was ist daran eigentlich der Wert und wieso sollten wir auf das mehr achten. Die Lernziele prinzipiell sind eben auch das Einüben von Dialogstrategien, weil die Kinder und SchülerInnen so eben sehr stark in Dialog miteinander treten durch dieses Spiel, was eben zum Ausprobieren im Unterricht oft etwas schwierig ist, wenn es nur eine kleine Übung ist, dass man eben die Verschwörungserzählungen kritisch hinterfragt und das auch einübt und die Reflexions- und Problemlösekompetenz stärkt. Gut, genau. Also das ist jetzt prinzipiell einmal von uns. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Kritik, Aussagen, was auch immer Sie uns mitteilen möchten? Genau. Und sonst hätten wir hier noch die... Ich habe noch eine Anmerkung, und zwar haben wir völlig unser Quartett vergessen. Wir haben auch noch ein Verschwörungstheorie-Quartett. Was wir vorhatten, bei der Kinderpädagogik auch mitzuhaben und austeilen zu können. Deswegen ist es jetzt
im Vortrag völlig untergegangen. Aber wer gerne ein Verschwörungstheorie-Quartett hätte, kann sich gerne bei uns melden und wir werden irgendwas mit der Abholung organisieren können. Hier! Ich schreibe einfach... Gut. Schreibst du mit? Ja. Okay. Abholung für Nicht-Wienerinnen. Wo ist Nicht-Wienerin? Ui. Freiberg. Hoi. Wir werden am besten mit unserem Geschäftsführer Rücksprache halten, ob wir es verschicken können. Genau, aber es ist ein sehr klein und kompakt, also es passt im besten Fall eigentlich sogar das Postkastel. Also das stimmt. Da könnte sich was machen lassen. Wir müssen uns ein Budget für den Versand aushandeln, aber nachdem die Interpädagogiker nicht war, haben wir vielleicht zumindest noch Ressourcen, die wir irgendwie verteilen können diesbezüglich. Ich wollte eh schon lang wieder mal nach Vorarlberg. Stimmt, sehr schönes Land. Oberösterreich ist auch kein Problem. Stimmt, ich habe eh das Klimaticket. Das wäre nur meine Arbeitszeit. Wäre eine Betriebsreise wert auf jeden Fall. Wie gesagt, Mail an pädagogik@bildungsserver.wien. Ich habe es in den Chat gepostet und wir werden bis morgen herausfinden, ob wir sie verschicken dürfen. Für vor allem Teilnehmerinnen von diesem Workshop, die so großartig mitgemacht haben. Ich meine, da muss man ja auch Gutes verschreiben. Das war es, glaube ich, von unserer Seite. Ja, vielen, vielen Dank an alle, die heute zugehört, teilgenommen, referiert und halt immer noch hier sind. Vielen Dank für euren wunderbaren Vortrag. Verschwörungstheorien ist wirklich ein Thema, das man gut einbauen kann. Markus Resch mit seinen applaudierenden Händen, da kann ich mich anschließen. Wenn es noch Fragen, Wünsche oder Ähnliches gibt, bin ich gerne noch hier. Ansonsten will ich nicht das letzte Wort haben, deswegen gebe ich gerne an die zwei Kolleginnen, die jetzt ihren Vortrag gehabt haben. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder in irgendeinem virtuellen Raum und hoffentlich auch bald wieder in echt. Vielen, vielen Dank. Danke, das hoffen wir auch. Genau, also danke auch von unserer Seite für die Aufmerksamkeit, für die Interaktion. Wir haben uns sehr gefreut, heute da sein zu dürfen und wir wünschen euch noch einen super schönen Feierabend und genießt es. Und danke für das Lob. Genau. Vielen Dank. Gut, Alina, gehen wir auch in den Feierabend. Gut. Tschüss. Guten Abend an alle. Danke ebenfalls. Abend.